Oh Mann, wie kann man... Jetzt keine Ahnung, wie man das am besten machen kann. Acht, drei, eins. Es gibt auch nicht viel Zahlen, also nur vier Zahlen, die möglich sind. Ich tendiere jetzt mal, dass die Symbole irgendwas bedeuten. Also die Symbole, dass die da hinten erklärt werden und die dann irgendeine Zahl heißen. Wo wir das eine hier finden. Alter, wie soll man das denn entziffern? So spontan komme ich jetzt nicht drauf, deswegen ist es etwas schwer. Das war dieses Symbol. Ich gucke jetzt mal, weil das eine Symbol ist ja schon festgefroren mit einer 7. Das heißt, es müsste eigentlich dann auch hier irgendwo erklärt werden. Aber das wird's nicht tatsächlich. Oder vielleicht doch. Weil die Zahl 7 in römischer Schrift taucht insgesamt zweimal hier auf, und zwar einmal hier unten in der Ecke und einmal hier oben in der Ecke. Und bei beiden ist halt das Symbol selbst relativ nah. Ich kann es natürlich auch einfach random probieren. Ich weiß halt nicht, es ist blöd. Ich würde es gerne richtig lösen. Ups, das mittlere wollte ich drehen. Ja, das ist festgefroren. Bedeutet halt 7. Weiß nicht, was die Zahlen bedeuten sollen. Also worauf man dann kommen sollte. Verdammt. Ja, das kostet uns jetzt viel Zeit. Auf den Gräbern steht nichts, oder? Anscheinend nicht. Schwierig, schwierig.
Kann ich nochmal zurück? Ja. Und zwar habe ich das ungefähr mit der 1 und der 7 am Ende gewusst, weil, es ist schwer zu zeigen, ich habe jetzt keinen gezielten Mauszeiger. Und zwar habe ich einfach jetzt geguckt, wo die Symbole sind, die da hinten auftauchen und wo sie hinzeigen. Also mit der Ecke jeweils dieses Symbols, wo es hinzeigt. Und konnte darauf schließen, dass dieses eine komische Symbol, was, wie soll man es erklären, ist blöd, so darzustellen, ohne wirklich was zu haben. Aber man sieht es auch, das eine Symbol, was wir als letztes gedreht haben, zeigt die 4. Glaube ich. Es war jetzt. Ach komm, ist egal. Verbuchen wir es einfach unter Lack. Spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Und geben uns den Scheiß. Oh nee. Das ist. What? Die kommen jetzt ernsthaft überall raus. Und wahrscheinlich mir hinterher. Gut, raus wollte ich jetzt eh nicht mehr. Oh nee. Ach komm. Ich kann nicht mehr lenken. Wie viel. Das sind. Das sind 8 Stück. Euer Ernst? Also ich mach schon so schnell ich kann, im Übrigen. Aber wenn jede Wand ungefähr 15 Schläge braucht, dann. Ich will soll ich jetzt nicht nach hinten gucken. Weil ich weiß, was mich dann erwarten wird. Wahrscheinlich der Tod. Och komm, wir haben so einen Hammer. Oh, nice. War ja klar, es kommt noch ein Zwischenlevel. Oh. Hier ist ein Gräber. Ja, auf allen 4 steht David Ree. Und überall noch ein Text dazu. Okay. Was sollen wir denn hier tun? Da haben wir einen Laser, der. Oh, bisschen geleckt. Der eigentlich falsch steht, glaube ich. Ach. Okay, müssen wir die drehen? Ja, das war falsch. Weil der stand zum Glück schon richtig. Dieser eine. Hoffentlich richtig. Sehen wir dann, wenn alles wahrscheinlich hell leuchtet. Da scheint erstmal nichts hin. Brauchen wir auch nicht. Genau, den müssen wir drehen. Und noch einmal. Genau. Ah, das war's schon. Und wieder ein Schiff, das uns anscheinend rausbringt. Plus dieses Symbol da oben. Wird es wir von hier nicht erreichen. Gut, dann. Wollen wir doch mal raus, wenn ich nur wüsste, wo. Ja, hier. Wir scheinen nach draußen zu kommen.
Okay. Das war die Beerdigung von David. Und im Grunde genommen bleibt uns jetzt nur noch eine Erinnerung, und zwar Bibliothek. Und dann wäre das eigentlich zu Ende. Schauen wir doch mal, was in der Bibliothek auf uns wartet. Genau, eine Taschenlampe. Ja. Oh nee. Oh, was haben wir denn hier? Okay. Hab ich hier etwas vergessen? Irgendwie muss es doch weitergehen. Ah. Ach so, ein Buch nach hinten gezogen, klar. Das war auch das, was ich gerade wollte mit dem hier unten. Und hier wahrscheinlich das gleiche bald. Oh, what the fuck? Alter. Ein Bett. Okay. Okay, anscheinend ist jedes Mal, wo das Radio ist. Aha. Jedes Mal, wo das Radio ist, das Buch, welches wir bewegen müssen. Genau, das war richtig. Gut, sie ist da lang. Weiß nicht, das kleine Mädchen scheint irgendwie Spaß zu haben an dem ganzen hier. Alter, lauf doch noch 13 Mal an mir vorbei. Oder an dem Ding, was man da sieht. What the fuck? Ein riesen Teddybär. Das hier scheint, glaube ich, irgendwo aufgegangen zu sein. Da, wo der Mülleimer ist. Oh, hallo? Da scheint es wohl als nächstes aufzugehen. Bedeutet, dass hier doch irgendwo ein Radio sein muss.